Mäßigung verkörpert das Wesen der freiwilligen Selbstbeherrschung. Es geht darum, Impulsen zu widerstehen und übereilte Reaktionen zu vermeiden. Anstatt uns von Reflexen leiten zu lassen, befähigt sie uns zu überlegten Entscheidungen. Mäßigung prägt unsere Entscheidungsfindung, insbesondere unter Druck. Sie kultiviert einen besonnenen Geist und eine effektive Problemlösungsfähigkeit. Wenn Emotionen wie Wut sie häufig überwältigen, bieten die stoischen Prinzipien Werkzeuge für das emotionale Management. Erstens, die Sehnsüchte. Wie das Sprichwort sagt, es gibt für alles eine Lösung, außer für den Tod. Der Stoizismus bietet einen Rahmen für die Bewältigung von Herausforderungen. Dieses Video bietet praktische Einsichten und beschreibt 10 umsetzbare Strategien, die auf stoischen Prinzipien beruhen, um Mäßigung zu kultivieren. Unsere Reise beginnt damit, dass wir uns aus dem Griff der Begierde befreien. Wahre Freiheit entsteht durch die Zähmung von Begierden, nicht durch die Anhäufung von Besitztümern. Die Stoiker glaubten, dass das Streben nach Vergnügen uns versklavt. Priorisieren Sie stattdessen Entscheidungen, die auf langfristiges Wohlbefinden ausgerichtet sind. Zweitens, Wertschätzung. Die Wertschätzung der gegenwärtigen Umstände fördert die Zufriedenheit. Einfachheit und Dankbarkeit kultivieren das innere Glück. Anstatt nach Neuem zu streben, sollten Sie sich vom ständigen Streben nach Neuem lösen. Dankbarkeit wird zu einer Geisteshaltung. Erkennen Sie die Genügsamkeit des Besitzes und verankern Sie das Glück. Dankbarkeitstagebücher und Spaziergänge verstärken diese Praxis. Achtsamkeit beobachtet die Anpassungsfähigkeit der Natur. In der Gegenwart zu leben, befreit von Vergangenheits- und Zukunftsängsten. Es geht darum, den Moment zu schätzen. Empathie fördert die Harmonie. Das Verständnis für die Kämpfe anderer fördert das Mitgefühl. Sich in ihre Lage zu versetzen, bereichert unsere Sichtweise. Drittens, Dankbarkeit. Aufbauend auf dem vorhergehenden Punkt wenden wir uns der Dankbarkeit zu. Eine Haltung, die den Umständen keine Erwartungen auferlegt. Es geht darum, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, und so Zufriedenheit zu fördern. Für die Stoiker ist Dankbarkeit sowohl eine Geisteshaltung als auch eine proaktive Praxis. Sie lenkt uns in Richtung Positivität in unserem Geist. Es ist von entscheidender Bedeutung, Dankbarkeit spürbar zum Ausdruck zu bringen. Ein einfaches Danke, eine von Herzen kommende Nachricht oder Momente des Staunens über die Schönheit der Welt reichen aus. Wichtig ist, dass Sie sich von denjenigen distanzieren, die Negativität und Beschwerden verbreiten und damit Ihre Dankbarkeit verderben. Viertens, Rückschläge. Der Umgang mit Rückschlägen wird zu einer Fähigkeit. Senecas Weisheit, die Schwierigkeit ist es, die den Genius erweckt, klingt wahr. Der Stoizismus betrachtet Herausforderungen als Chancen für Wachstum, nicht als Hindernisse. Resilienz entwickelt sich zu einem praktischen Werkzeug. Es geht darum, den Schwierigkeiten des Lebens mit Ausgeglichenheit zu begegnen und Rückschläge als Sprungbrett für Fortschritt zu betrachten. Dazu gehört es, Problemlösungsfähigkeiten zu verbessern und eine Wachstumsmentalität zu kultivieren.
Eine solche Einstellung erleichtert nicht nur das Lernen, sondern befähigt sie auch, Herausforderungen effektiv zu meistern. Fünftens, die Gegenwart. In der Gegenwart zu leben, ist ein stoischer Grundsatz. Unsere Wahrnehmung der Realität wird durch unseren Verstand gefiltert. Hier kommt die Gegenwartszentriertheit ins Spiel, die ein wesentlicher Bestandteil des Stoizismus ist. Indem wir uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren, befreien wir uns von Ängsten, die in der Vergangenheit oder Zukunft wurzeln. Achtsamkeit dient als praktisches Werkzeug, um dieses Konzept zu fördern. Ob durch Meditation oder durch das Eintauchen in sensorische Erfahrungen. Es ist eine wirkungsvolle Praxis. Minimieren Sie Multitasking und widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit jeweils nur einer Sache. Sechstens, Einfühlungsvermögen. Einfühlungsvermögen verändert die Art und Weise, wie wir mit den Meinungen anderer umgehen. Nach und nach werden Sie feststellen, dass Sie sich von abweichenden Standpunkten weniger provozieren lassen. Anstatt in Wut oder Giftigkeit zu verfallen, werden Sie den Standpunkt des anderen verstehen. In diesem Zusammenhang ist die Akzeptanz des Unveränderlichen von entscheidender Bedeutung. Was uns beeinflusst, sind nicht die Fakten, sondern unsere Interpretationen, wie Epiktetus feststellte. Dieser stoische Grundsatz, der oft wieder aufgegriffen wird, unterstreicht, dass Gelassenheit daraus resultiert, dass wir das Unveränderliche akzeptieren und uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können. Siebtens, Dichotomie der Kontrolle. Dieser Grundsatz kann verschiedene Formen annehmen. Die Unterscheidung zwischen kontrollierbaren Handlungen und Umständen, die sich unserem Einfluss entziehen, ist eine Facette. Nehmen wir zum Beispiel das Wetter. Es liegt außerhalb unserer Kontrolle. Sich darüber aufzuregen, ist unnötig. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Vorbereitung und Anpassung an andere Bedingungen. Die Anwendung kognitiver Therapietechniken ist ein weiterer Ansatz. Dies hilft dabei, irrationale Gedanken zu erkennen und zu bekämpfen. Die Akzeptanz des Unkontrollierbaren befreit Sie mit der Zeit von einer wichtigen Quelle der Sorge und ermöglicht ein ausgeglicheneres und ruhigeres Leben. Achtens, persönliches Wachstum. Die Stoiker vertraten die Auffassung, dass der Weg zur Tugend und Weisheit ein ständiges Streben ist. Oft machen wir den Fehler, uns auf das Ziel zu fixieren und das Endziel als Belohnung zu betrachten. Die wahre Belohnung liegt jedoch in der Reise selbst. Dieses Prinzip in das Leben zu integrieren, bedeutet, sich täglich Zeit für das Lernen oder die Selbstbeobachtung zu nehmen. Dies fördert das persönliche Wachstum und bietet eine breitere Perspektive, die es ermöglicht, die Herausforderungen des Lebens mit Ausgeglichenheit und Ruhe zu bewältigen. Neuntens, Losgelöstheit. Losgelöstheit ist nach Epiktet nicht gleichbedeutend mit einer Reduzierung des Besitzes, sondern eher mit einer Verringerung der Gier. Im stoischen Kontext bedeutet Loslösung, dass wir uns von der übermäßigen Abhängigkeit von äußeren Faktoren für unser Glück befreien. Es geht nicht darum, Vergnügen oder materiellen Reichtum abzulehnen, sondern dafür zu sorgen, dass unser innerer Frieden nicht ausschließlich an diese Faktoren gebunden ist. Vergleiche führen oft in die Irre.
Sich anhand von Besitztümern im Vergleich zu anderen zu bewerten, ist sinnlos. Der Schlüssel liegt darin, das, was man besitzt, regelmäßig zu würdigen. 10. Persönliche Pflege. Die Selbstfürsorge, vor allem das körperliche Wohlbefinden, ist die Grundlage für alles. Ein starker Körper unterstützt einen gesunden Geist. Ein zentraler Grundsatz des Stoizismus. Regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung, ausreichend Ruhe. Diese Gewohnheiten tragen zur Mäßigung bei. Die Essenz der Worte von Marcus Aurelius hallt nach. Das Glück deines Lebens hängt von der Qualität deiner Gedanken ab. Unsere Gedanken formen unsere Realität. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sie zu Gelassenheit, Frieden und Mäßigung führen.